Morgen miteinander. Heute ist das letzte Video im Juli und ist damit das letzte Video vor der Sommerpause. Denn ich mache eine Sommerpause. Zum ersten Mal in all den Jahren wird es den ganzen August kein Video von mir geben. Es sind über 400 Videos da. Wer Sehnsucht hat, kann sich die anderen anschauen. Aber ich brauche mal eine Pause. Vor der Pause aber mache ich was. Da gab es eine Frage an mich. Und zwar, ob ich einen Test machen könnte. Den und was ich davon halte. Und dann dachte ich mir, hey, ich mache den Test, ich nehme euch mit und dann gucken wir mal, was ich davon halte. Los geht's also mit den 16 Persönlichkeiten. Das ist hier der Test. Los geht's, macht den Test. Jawohl. Also. Sie schließen regelmäßig neue Freundschaften. Bekanntschaften, ja, Freundschaften, naja. Sie verbringen einen großen Teil ihrer freien Zeit in verschiedene Wilke. Einen großen Teil, aber schon eher. Nee. Ich mache einen Backup-Plan für den Backup-Plan, ja. Ja. Auf gesellschaftlichen Veranstaltungen versuchen sie nur selten, sich neuen... Nee, das stimmt nicht. Ich will ja gerade die anderen kennenlernen. So, sagen wir hier. Sie bevorzugen es, ein Projekt vollständig zu Ende zu bringen, bevor sie ein anderes beginnen. Das stimmt. Sie sind sehr sentimental. Eher nicht, ne? Sie nutzen gerne Hilfsmittel zur Organisation wie Terminpläne und Listen. Ja. Ja. Sogar ein kleiner Fehler kann dazu führen... dass sie ihren Fähigkeiten, ihrem Wissen allgemein zweifeln. Natürlich nicht, weil ich keine Perfektionistin bin, weil Perfektionismus scheiße ist. Sie haben kein Problem damit, einfach auf jemanden zuzugehen, den sie interessant finden, ein Gespräch anzubahnen. Stimmt, absolut. Sie haben kein allzu großes Interesse daran, verschiedene Interpretationen und Analysen von kreativen Werken zu diskutieren. Ich habe kein Interesse daran. Nee, stimmt nicht, ich habe ein Interesse dran. Es macht ja Spaß, oder? Wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind. Sie neigen eher dazu, ihrem Kopf als ihrem Herzen zu folgen. Das ist interessant. Ich glaube, das würde man über mich denken, weil ich eben nicht so sentimental bin. Aber tatsächlich nein. Also ich finde, die beiden müssen schon Hand in Hand gehen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann würde ich immer sagen, folge dem Herzen und nutze den Kopf dazu, dass er dem Herzen hilft, das umzusetzen. Sie ziehen es in der Regel vor, einfach das zu tun, worauf sie gerade Lust haben, anstatt einen bestimmten Tagesablauf zu planen. Nö. Sie machen sich nur selten Gedanken darüber, ob sie bei ihren Mitmenschen einen guten Eindruck hinterlassen haben. Das stimmt zu 100%. Sie nehmen gern an Gruppenaktivitäten teil. Es kommt drauf an, wie eingebunden man da ist. Eher nicht. Sie mögen Bücher und Filme, bei denen sie das Ende selbst interpretieren können. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich neutral antworte, weil keine Ahnung. Es macht sie glücklicher, wenn sie anderen helfen, etwas zu erreichen, als wenn sie selbst etwas erreichen. Also das finde ich schwierig, weil es ist ja mein Job, anderen zu helfen, dass sie erreichen, was sie erreichen möchten. Aber dann erreiche ich ja auch, was ich erreichen will. Macht es? Nee, es stimmt eher nicht. Nee, so selbstlos bin ich nicht. Sie interessieren sich für so viele Dinge, dass es ihnen schwerfällt, sich für das nächste Projekt zu entscheiden. Nein, das stimmt nicht. Also ich interessiere mich für sehr viele Dinge, aber ich kann mich gut entscheiden. Tja, also nehmen wir mal ein kleines, stimmt nicht. Sie neigen dazu, sich Sorgen zu machen, dass sich die Dinge zum Schlechten wenden könnten. Nein. Sie vermeiden Führungsrollen innerhalb einer Gruppe. Das ist interessant, weil ich entscheide ja wahnsinnig gerne, aber ich habe keinen Bock auf die Verantwortung für Gruppen. Das nervt mich eher. Obwohl ich gerne entscheiden möchte. Aber nein. Sie sind eindeutig kein künstlerischer Typ. Nee, das stimmt nicht. Ich bin schon eher künstlerisch. Sie sind der Meinung, dass die Welt ein besserer Platz wäre, wenn sich die Menschen mehr auf ihre Vernunft und weniger auf ihre Gefühle verlassen würden. Oh, das ist so plakativ.
Also, wenn man sich die Klimakrise anguckt, dann wäre Vernunft, glaube ich, gut, weil dann würden wir vielleicht die richtigen Dinge tun und weniger dieses, ey, ich will aber nicht, Gefühlsgedöns. Aber wäre die deshalb ein besserer Platz? Buh. Ich glaube, das muss schon Hand in Hand gehen. Also neutral oder ein bisschen mehr Vernunft. Das Problem ist, dass Menschen ja oft Gefühlen folgen, also bei den großen Entscheidungen wie so Gier und Ego-Zeugs. Also ich gehe mal in die Mitte. Sie ziehen es vor, erst ihre Aufgaben abzuarbeiten, bevor sie sich entspannen können. Leider ein bisschen, ja. Ein bisschen oder mehr? Ja, sagen wir mal ehrlich. Scheiße. Sie haben Spaß daran, Leuten beim Streiten zuzusehen. Nein, wie anstrengend. Sie vermeiden es eher, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nein, das vermeide ich überhaupt nicht, aber ich lege es auch nicht drauf an. Ihre Laune kann sich sehr schnell ändern. Ja, wenn ich hungrig bin. Das ist ganz schlimm. Eine Freundin sagte mir letztens, bei ihr ist es auch so, und ihr Freund merkt das, bevor sie es merkt. Er sagt dann zu ihr, iss mal was. Meiner sagt es nicht. Also kann sich meine Laune sehr schnell ändern? Eher nicht. Also sehr, nee. Sie verlieren die Geduld mit Menschen, die nicht so effektiv sind wie sie. Ja, schon. Oft erledigen sie ihre Aufgaben erst im letzten Moment. Nee, gar nicht. Ich bin auch die Frau, die, wenn ich jetzt einen Job habe, keine Ahnung, gebe einen Workshop in Deutschland, ich habe meine Unterlagen, also spätestens 3 Tage, bevor ich sie fertig haben müsste, habe ich sie fertig. Sie waren schon immer von der Frage fasziniert, was wohl nach dem Tod geschieht. Naja, philosophisch gesehen ja, aber ich finde es halt auch eine unsinnige Frage, weil wir können sie nicht beantworten. Keiner kann das. Wir können Sachen konstruieren, was nach dem Tod geschieht. Dafür haben wir den Glauben und die Spiritualität, aber wissen tun wir es alle nicht. Und deshalb fasziniert, also als ich Philosophie studiert habe, hat man sich mit dieser Frage auch echt auseinandergesetzt, aber es ist ja alles Spekulation. Und damit führt es letztlich nirgendwo hin. Und deshalb nein. Normalerweise sind sie lieber mit anderen zusammen als allein. Nee, das stimmt nicht. Also die Dosis macht das Gift. Sie langweilen sich oder verlieren das Interesse, wenn eine Diskussion äußerst theoretisch wird. Nee, das stimmt gar nicht, weil ich buddel mich ja gerne rein. Sie können sich leicht in eine Person hineinversetzen, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat als sie. Ja, vielleicht nicht bei allen Sachen, aber oft. Sie schieben endgültige Entscheidungen meist so lange wie möglich hinaus. Nee. Sie hinterfragen nur selten ihre Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ja, was heißt jetzt hinterfragen? Also natürlich analysiere ich Entscheidungen, die ich getroffen habe und gucke auch, gerade wenn die sich vielleicht als nicht so gut herausgestellt haben, dann gucke ich mir die schon nochmal an und überlege, okay, welche Faktoren haben denn da jetzt mitgewirkt, dass du so oder so entschieden hast? Aber hinterfragen heißt ja auch nicht bereuen. Also es gibt ja Leute, die entscheiden was und dann, oh, war das richtig? Oh, ich hätte es anders machen sollen. Oh, was ist, wenn jetzt passiert ist? Und dann, die dann so, ich kenne so Menschen, die so ewig brauchen für die kleinsten Entscheidungen. Die machen mich wahnsinnig. Ich hasse das auch, wenn ich mit einer Freundin shoppen gehe und die sieht was im Laden, das gefällt ihr. So, also ich mache das so, wenn ich was sehe, was mir gefällt und was, ich sag mal, so mehr als 30 € kostet, dann habe ich das auf Wiedervorlage. Das heißt, ich gehe erst noch überall sonst wohin. Und dann komme ich nochmal zurück und gucke, ob mich das immer noch so anspringt. Und dann entscheide ich, ob ich es kaufe oder nicht. Und ich habe so eine Freundin, die geht mit jedem Teil zur Kasse und fragt, ob sie es zurücklegen lassen könnte, weil sie ja noch Angst hat, dass es weg ist. Und in 90% der Zeit kauft sie es aber sowieso nicht. Und ich denke mal, die armen Frauen, die dann irgendwann das zurück ins Regal räumen. Und wenn wir in Holland einkaufen gehen, in Venlo, wenn wir da bummeln, das machen die Holländer einfach nicht. Fertig, die sagen, gibt hier nichts mit zurücklegen. Und das macht die mal wahnsinnig. Dann steht die da mit dem Teil und sie so, soll ich nicht? Also ich würde in dem Fall dann auch sagen, es stimmt nicht. Nach einer langen und anstrengenden Woche ist ein fröhliches gesellschaftliches Ereignis genau das, was sie brauchen. Nee, ich will dann Ruhe haben. Pferde und Ruhe. Sie gehen gerne in Museen, sowas von. Ihnen fällt es oft schwer, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Nein, das stimmt nicht. Verstehen heißt ja auch nicht akzeptieren, ne?
Sie machen sich gern für jeden Tag eine To-Do-Liste. Ich gucke hier gerade mal so auf meinen Schreibtisch. Ich habe ja Blöcke für verschiedene Dinge. Die haben auch unterschiedliche Formate, wie ihr seht. Das ist so klein und schnell und wird weggeworfen. Auf diesen länglichen habe ich so Ausgabenlisten und sowas drauf. Was kommt wann, wie, das kann ich dann abheften. Und die großen, das sind Sachen, die ich für länger brauche. Also zum Beispiel, wenn jemand mich um ein Angebot bittet oder ich Workshop-Ideen habe, dann kommen die da drauf. Ich muss also sagen, stimmt. Sie fühlen sich nur selten unsicher. Ja, das stimmt. Sie meiden es zu telefonieren. Nein, zu denen gehöre ich nicht. Aber die Menschen, die nicht telefonieren wollen, nimmt ja immer mehr zu. Und es ist total einfach, Mickey in Stress zu bringen, indem ich sage, ruf mal da und da an. Dann recherchiert dir lieber eine halbe Stunde nach einer Mailadresse. Dann ruf an. Ja, in der Regel rufe ich dann an, weil ich ja nicht vorsätzlich grausam sein will, aber ja. Sie verbringen oft sehr viel Zeit damit, Meinungen zu verstehen, die ganz anders sind als ihre eigenen. Ja. Weil das finde ich auch wichtig, dieses Versuche zu verstehen, was in anderen passiert, weil das bereichert ja meine Welt. In ihrem sozialen Netzwerk sind sie oft derjenige, der mit ihren Freunden Kontakt aufnimmt und Aktivitäten in die Wege leitet, ja. Das hat sich natürlich auch verstärkt, seit wir in Frankreich leben. Das ist so gefühlt, dass ich so eine Bringschuld habe, die, hey, ich komme nach Deutschland, wer ist wo, wann, wie, wollen wir uns sehen? Und manchmal finde ich das auch anstrengend, also wenn ich dann irgendwo einen Job hatte und ich gucke dann abends noch in einer fremden Stadt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend, um jemanden aus meinem Freundeskreis zu treffen. Das mache ich ein, zwei Mal und wenn ich dann so das Gefühl habe, ja, ich muss immer diesen Effort, diesen Aufwand betreiben, dann lasse ich das sein. Dann sage ich, nee, dann verbringe ich die Zeit lieber allein. Wenn, oh, Motorrad draußen, ich weiß nicht, ob man es hört. Wenn Ihre Pläne über den Haufen geworfen werden, ist es Ihre oberste Priorität, so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu kommen. Was heißt denn jetzt auf Kurs kommen? Also, ich würde mal sagen, so grob ja, aber die können auch, also dann sind es halt andere Pläne. Fehler, die Sie vor langer Zeit gemacht haben, belasten Sie noch heute. Nee, das stimmt nicht, aber es gibt natürlich schon so Dinge, ich glaube, das hat jeder in seinem Leben, die so wirklich üble Fehlentscheidungen, wo so Reue oder auch Scham oder Schuldgefühl schon noch da ist. Das habe ich auch, wie jeder andere Mensch. Ich habe natürlich so ein bisschen das Glück, dass ich das ganz gut aufarbeiten kann. Aber ja, sie denken selten über die Gründe für die menschliche Existenz oder den Sinn des Lebens. Ach, nee, das stimmt nicht. Das macht mir nämlich Spaß, darüber nachzudenken. Ihre Gefühle kontrollieren Sie mehr, als Sie sie kontrollieren, aber gar nicht. Und das ist das Doofe daran ist, dass mir dann oft so unterstellt wird, ich habe keine Gefühle oder ich bin gefühlskalt, das höre ich auch schon mal, oder ich bin nicht empathisch. Und das verletzt mich schon auch so. Also ich kann es in der Regel einsortieren, aber diese Entscheidung zu sagen, ich habe da letztens ein Gespräch drüber gehabt, ich mag Gefühle. Und es gibt Gefühle, die sind wichtig und gut. Also Trauer ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Gefühl. Auch Wut, auch Ängste, das sind alles wichtige Gefühle. Aber eben Freude und Zufriedenheit und Ausgelassenheit sind halt auch wichtige Gefühle. Aber ich finde, es gibt Gefühle, die helfen einem oder die sind ein Anzeiger für etwas. Und ich muss denen aber folgen. Und wenn ich denen nicht folge und im Gefühl stecken bleibe, dann wird es für mich halt schwierig. Also wenn jemand immer darin stecken bleibt, dass er verletzt ist. Und die meisten Menschen sind ja nicht immer verletzt so. Also das heißt die meisten, aber viele sagen, ich bin verletzt worden. Eigentlich sind sie aber beleidigt oder gekränkt. Aber das dürfen wir nicht sagen. Wir sind verletzt. Und dann muss der andere das heilen. Und dann hängen die in diesem Gefühl drin. Und dann denke ich immer so, nee. Also dann möchte ich lieber das Gefühl aufarbeiten, okay, was sagt es mir? Hat es recht, hat es nicht recht? Was kann ich tun? Was liegt in meiner Macht? Weiter geht's. Okay, weiter. Sie achten sehr darauf, niemanden in ein schlechtes Licht zu rücken, auch wenn er oder sie selbst schuld ist. Puh, jetzt, also in ein schlechtes Licht rücken möchte ich sowieso niemanden.
Ich möchte nicht ausschließen, das ist ja so, wenn man privat mal lästert, aber ich achte sehr genau darauf, mit wem ich mal über wen läster. Das sind, glaube ich, zwei, drei Leute, meine allerengsten Freunde, wo ich mal was lassen kann, wo ich denke so, boah, der ist aber oder die ist aber, und dann ist es das auch. Also öffentlich nicht. Und also ich meine, ich finde das den Satz blöd formuliert, weil mein Ziel ist nicht, jemand ein schlechtes Licht zu rücken oder sowas. Gar nicht, es hilft ja auch nicht. Aber wenn natürlich jetzt jemand, oh, wie, ja, ich glaube, ich zerdenke die Frage. Achte ich sehr darauf? Also ich achte, ich mache, ich glaube, so toll bin ich auch nicht. Ich achte schon drauf, aber das geht mir bestimmt auch mal durch. Ihr persönlicher Arbeitsstil ähnelt eher spontanen Ausbrüchen von eurer Energie als organisierten, konsequenten Bemühungen, die gar nicht. Über 400 Videos jede Woche. Und jetzt mache ich zum ersten Mal, den August nehme ich mir frei, weil ich will an einem Buch schreiben. Ich habe eine Idee, also ich weiß ja noch gar nicht, ob mein erstes Buch, ihr wisst, was ja im Oktober rauskommt, ob das ein Erfolg wird. Und das habe ich ja zusammen mit einer Ghostwriterin geschrieben, was echt super war, weil sonst hier organisiertes Arbeiten, die hat mich natürlich auch, die hat die Peitsche geschwungen. Los, Casey, ich will Inhalte. Aber ich habe eine Idee halt für ein zweites Buch und das will ich im August jetzt mal hier strukturieren und machen und ich will so viele Dinge machen. Und dafür brauche ich, wie komme ich überhaupt drauf, brauche ich jetzt mal freie Zeit und wieso bin ich darauf gekommen? Ach so, von wegen persönlicher Arbeitsstil, konsequente Bemühungen. Ich bin sehr konsequent und jetzt manchmal konsequent 4 Wochen Urlaub. Wenn jemand große Stücke auf Sie hält, fragen Sie sich, wie lange es dauern wird, bis er von Ihnen enttäuscht sein wird. Stimmt gar nicht. Viele meiner Klienten haben aber genau dieses Problem. Also das, ich habe auch schon mal Videos drüber gemacht, über dieses Imposter-Syndrom, dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein, dass wenn die anderen einen nur gut genug kennenlernen, dann merken sie schon, dass man gar nicht so toll ist. Jetzt, wenn jemand große Stücke auf mich hält, dann hole ich den auch runter und sage, hey, ich bin's nur. Dann ist die Fallhöhe nicht so hoch. Aber ich habe, dass jemand von mir enttäuscht ist. Nee. Sie hätten liebend gern einen Job, bei dem Sie die meiste Zeit allein arbeiten müssen. Nee. Also ich arbeite schon gerne, es stimmt ein bisschen, gerne allein, aber nicht die meiste Zeit. Ich mag auch Auseinandersetzung und Miteinander und Reibung, aber jetzt nicht nur. Sie sind der Meinung, dass das Grübeln über abstrakte philosophische Fragen eine Zeitverschwendung ist. Ratet mal, nein, das ist super. Sie fühlen sich eher zu Orten mit lebhafter, reger Atmosphäre hingezogen als zu ruhigen, gemütlichen. Nee, mal so, mal so. Also tendenziell mag ich es lieber ruhig und gemütlich, aber ich mag auch bustling, busy, Gedöns. Also vielleicht ein kleines stimmt nicht. Sie verstehen auf den ersten Blick, wie es jemandem geht. Ja, das glaube ich aber liegt auch an meinem Job, dass man so geschult ist, so sich aufzumachen und wahrzunehmen. Sie fühlen sich oft überwältigt. Nö, gar nicht. Sie erledigen Aufgaben methodisch, ohne einen Schritt zu überspringen. Ja, in der Regel schon. Sie sind sehr an Dingen interessiert, die man als kontrovers bezeichnen könnte. Oh ja. Weil ich finde, das macht was mit dem Hirn. Also das ist so britzelnder Input. Sie würden eine gute Gelegenheit ungenutzt lassen, wenn Sie glauben, dass jemand anderes sie dringender braucht. Ah, das ist schwierig. Ich habe das beruflich in der Vergangenheit ein paar Mal schon gemacht. Ich habe Menschen gute Jobs verschafft, Kollegen in Organisationen reingebracht und ich habe leider bei 2 von 3 schlechte Erfahrungen gemacht, dass die mich anschließend rausgekickt haben oder meins übernommen haben oder. Also so, ich meine, wenn ein Kunde sagt, ich will jetzt lieber mit dem arbeiten als mit der, dann ist das so, da muss man mit leben. Aber so ohne mit mir zu reden, wisst ihr, so ohne so, also, was für eine Gelegenheit, eine berufliche, eine private, wer ist der andere? Also wenn das jetzt jemand ist, der mir nahe steht oder den ich kenne, dann würde ich wahrscheinlich dem anderen den Vortritt lassen. Dann stimmt das. Wenn das jemand ist, den ich nicht kenne oder da jetzt keinen Bezug zu habe, dann würde ich diese Verantwortung nicht übernehmen für den. Dann würde ich sagen, ja gut, so ist es halt manchmal. Ja. Oh, das zielt ja so ab auf, wie hilfsbereit oder aufopfernd man ist. Pff.
Also da gehe ich mal in die Mitte. Sie haben Probleme mit der Einhaltung von Fristen? Gar nicht. Ich bin die Frau, die vor den Fristen fertig ist. Sie sind überzeugt, dass sich alles zum Guten wenden wird? Nee, nicht alles, aber viel. Aber manches kann man nicht zum Guten wenden oder heilen. Bei manchen muss man Dingen muss einfach sehen, dass man irgendwie klarkommt. Aber im Grunde bin ich natürlich schon positiv. Machen wir es mal so. Oh, Ergebnisse. Ich bin ein ENFJA. Also was bin ich denn? Protagonisten, also ich bin ein Protagonist, okay. Inspirierende Optimisten, oh, das hört sich doch schon mal gut an, ich bin ein inspirierender Optimist, die sich gerne für das einsetzen, was ihrer Meinung nach richtig ist. Ja, das stimmt einfach auch. Das stimmt. Ich bin 58% extravertiert und 42% introvertiert. Also echt, das hätte ich nicht gedacht. Spaß an Gruppen legen Wert auf soziale Interaktionen. Sie neigen dazu, ihre Begeisterung zu zeigen und auszudrücken. Ja, das stimmt. Ich hätte es aber andersrum gedacht, dass das Introvertierte stärker ist als das Extrovertierte. Ich bin zu 75% intuitiv und zu 25% realistisch. Also viel Fantasie. Ich bin angeblich aufgeschlossen und neugierig. Das stimmt. Ich weiß Originalität zu schätzen. Das stimmt auch. Und konzentrieren Sie auf die verborgenen Zusammenhänge und entfernten Möglichkeiten. Das stimmt auch. Ich finde diese Prozentzahlen nur verwirrend. Was noch? Prinzipien oder Logik fokussiert? Prinzipienfokussierte Personen legen Wert auf emotionale Ausdrucksfähigkeit und Sensibilität. Ihnen sind Einfühlungsvermögen, soziale Harmonie und Zusammenarbeit besonders wichtig. Puh, also da würde ich jetzt ein Fragezeichen dran machen. Nicht, weil ich finde das ja natürlich toll, wenn ich das angeblich bin. Ich glaube aber, dass das so nicht stimmt. Ich glaube, ich bin eher logikfokussiert. Das hier trifft total zu auf meine Direktarbeit mit Klienten und Klientinnen. Also dieses, weil dann mache ich mich auf und dann ist es wichtig mit den Emotionen und dann ist es wichtig, sensibel zu sein. Soziale Harmonie und Zusammenarbeit sind nicht die Dinge, die mir als erstes einfallen und die mir wichtig sind. Da wären andere davor. Also ich glaube, hier stimmt es nicht. Ich weiß nicht, aus welchen meinen Antworten das jetzt rausgekommen ist. Vielleicht hätte ich eins machen sollen für beruflich und eins für privat. Aber hier würde ich sagen, ich bin eher logikfokussiert. Ich bin zu 89% planend. Zielstrebig, sorgfältig, gut organisiert. Das stimmt. Ich schätze genau Klarheit, ich schätze auch Berechenbarkeit und Vollständigkeit und ziehe Struktur und Planung der Spontanität vor. Das also, aber so extrem? Weiß ich nicht. Also ich finde Spontanität und auch was wirklich Feines. Also ich glaube schon, dass der Schwerpunkt bei mir auf planend ist. So dieses tak, 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 tak. Weil ich ja auch, wenn ich ein Ziel verfolge, da so sehr strukturiert drauf zugehe. Aber ich finde spannend. Also ich glaube, das Verhältnis stimmt für mich nicht so ganz. Das ist zu stark. Ich würde es eher 60-40 machen, so gefühlt. Oder 65-35, irgendwie so. Ich bin zu 88% durchsetzungsfähig. Ja, genau. Wenn wir hier Stress mit Handwerkern oder sonst was haben, dann sagt Micky immer, da ist ein Gespräch für dich. Und dann darf ich die Dinge regeln. So, also, was bin ich denn hier angeblich? Selbstbewusst, ausgeglichen, stressresistent. Sie weigern sich, sich zu viele Sorgen zu machen. Oh, das ist gut formuliert, das stimmt auch. Ich weigere mich auch. Ich habe vorhin noch gesagt, ich weigere mich jetzt schlechte Laune zu kriegen, weil ich heute an einem Samstag, wo ich es aufnehme, eine E-Mail von meiner deutschen Steuerbuchhalterin drin hatte und mir das wahnsinnig auf den Sack geht. Ich möchte am Wochenende keine Mails von Steuerbüros oder sowas kriegen. Ich finde es auch über die Maßen unprofessionell. Und ich habe mich dann auch noch über den Inhalt aufgeregt, weil ich dachte, boah, das haben wir schon alles geklärt. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich wörtlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust, schlechte Laune zu kriegen. So, und das ist ähnlich. Also ich weigere mich, mir Sorgen zu machen, weil ich sage, das führt nirgendwo hin. Also das heißt nicht, dass ich Themen verdränge. Ich sehe Probleme kommen. Ich sehe die meistens früher kommen als andere. Aber ich weigere mich daraus, dieses Sorgengefühl zu machen, sondern ich sage direkt, die Energie muss reingehen, was kann ich daran tun?
Sie neigen dazu, selbstsicher zu sein, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Ja, aber das ist natürlich auch, erinnert euch an das Video mit dem blinden Fleck, wenn man immer wieder Dinge sich vornimmt und es auch schafft, die zu kriegen, dann lernt man natürlich aus den eigenen Erfahrungen, dass man selbstgesetzte Ziele auch erreichen kann. Aber dafür muss man es natürlich tun. Und man muss aus dem Scheitern auch lernen. Ich bin ja auch oft genug gescheitert. Möchten Sie eine Kopie haben? Ja, natürlich. Hier. Zack. Ergebnis schicken. Wir haben ihn so. Ach, jetzt muss ich noch mehr machen. Ich muss jetzt meinen persönlich. Hupsa, jetzt kriege ich noch Text. Protagonist Persönlichkeit. Protagonisten sind, oh Leute, jetzt wird es aber hart hier. Natürliche Führer voller Leidenschaft und Charisma. Ich will gar nicht führen. Vielleicht ist das das Weibliche in mir. Darf man das sagen heutzutage? I don't know. Aber ich habe gar keine Lust auf Verantwortung für andere. Also ich bin schon der Meinung, dass ich meistens besser weiß als andere, wie man was machen sollte. Und es zeigt sich, auch wenn ich die Klappe gehalten habe, zeigt sich oft im Nachhinein, Casey hatte recht. Ja. Aber ich habe keine Lust dazu, anderen zu sagen, wie sie was zu machen oder zu lassen haben. Weil dann kriege ich auch die Verantwortung dafür. Und ich möchte nur Verantwortung für mich haben. Also, 2% der Bevölkerung sind so wie ich. Politiker, Projektleiter oder Lehrer. Na, das ist jetzt nicht schön. Kontaktfreudig, inspirierend, natürliches Selbstvertrauen, ja. Sie sind stolz darauf und haben Freude daran, andere zu motivieren, sich selbst und ihre Gemeinschaften zu verbessern. Kann das sein, dass dieser Test, egal was rauskommt, immer total nette Sachen schreibt? Also angeblich fühlen sich Leute von mir angezogen. Ich strahle Authentizität, Mitgefühl und Altruismus aus. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, Altruismus strahle ich nicht aus. Sie haben keine Angst, sich einzusetzen, sich zu Wort zu melden, wenn etwas getan werden muss. Stimmt? Ich habe eine natürliche Kommunikationsgabe. Okay. Einfühlsame Natur. Protagonisten durchschauen leicht die Motivation der Menschen und stellen die Verbindung her zwischen Ereignissen, die scheinbar nicht zusammenhängen. Ja, das stimmt tatsächlich oft bei mir. Sie sind in der Lage, Konzepte zusammenzuführen. Das wird jetzt ein bisschen viel hier, ne? Also was haben wir noch? Authentisches Interesse an ihren Mitmenschen. Stimmt. Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu optimistisch bin. Und ich bin anfällig, oh, für ein weiteres Problem. Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit, ihre eigenen Gefühle zu reflektieren und zu analysieren. Aber wenn Sie bei den Problemen anderer zu sehr engagiert sind, können Sie eine Art emotionale Hypochondrie entwickeln. Sie sehen dann die Probleme anderer Menschen bei sich selbst und versuchen bei sich etwas zu lösen, das keiner Lösung bedarf. Ja, das stimmt jetzt gar nicht, was mich angeht. Also, aber der Begriff ist schön, oder? Emotionale Hypochondrie. Leute, ey, das ist ein toller, toller Begriff. Okay, dahin. Also, was hier steht, ist nochmal in der Zusammenfassung. Protagonisten sind engagierte Altruisten, manchmal sogar in übermäßigem Umfang. Sie scheuen sich nicht, den Widrigkeiten zu trotzen, wenn sie sich für ihre Mitmenschen und Überzeugungen einsetzen. Aber das mit diesem Altruismus, also ich sehe mich nicht so, wirklich nicht. Ich finde tatsächlich, dass ich einen ganz gesunden Egoismus habe und mich jetzt nicht an, ich setze nicht andere Menschen vor mich, also ein paar ein. Nee, gar nicht. Sagen wir mal ehrlich. Erst komme ich. Und das meine ich aber nicht im Sinne von erst komme ich, sondern als erstes muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich sicher bin in der Welt, dass ich genug Geld habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich emotional stabil bin. Erst muss ich für mich sorgen. Und wenn das alles gegeben ist, dann bin ich total gern für andere da. So. So rum. Jetzt ist es natürlich vielleicht so, dass, um diese ersten Sachen hinzukriegen, habe ich mir was aufgebaut und es braucht nicht mehr so viel Engagement oder Zeit oder Aufwand. Also ich kann schnell anderen Menschen helfen oder schnell leer, weil das ich gesettelt bin. So, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel aus der anderen Richtung, wenn ich jemand bin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ja, nicht mal die Borderline, also überhaupt jemand, der in großen schwankenden Affekten ist, der sehr viele Ängste hat, sehr viele Unsicherheiten hat, bis der fähig ist, sich für andere einzusetzen,
Dauert es wahrscheinlich länger oder ist der Aufwand größer, das hinzukriegen? Also qualitativ, weil der einfach so mit sich zu tun hat. Wobei es ja auch viele gibt, die das dann auf andere projizieren. Also gerade sehr ängstliche, sehr unsichere Menschen sind ja oft sehr damit beschäftigt, toll zu anderen Menschen zu sein, altruistisch zu sein, helfen, supporten, weil sie darüber was kriegen, was ihre Ängste minimiert. Aber das ist ja keine gesunde Form. Ne? Also so. Also Protagonisten streben danach, Bahnbrecher für eine bessere Zukunft zu sein, sei es, indem sie eine Nation zum Wohlstand führen oder eine kleine Softballmannschaft zu einem hart umkämpften Sieg. Also ich würde sagen, da ist viel Wahres dran. Ich bin nicht so alt. Was ist nicht touristisch oder gemeinschaftsorientiert, das schreibe ich jetzt mal rein. Tiert, wie es der Test vermuten lässt. Da könnt ihr das so. Also, was war am wenigsten zutreffend? Das, ich bin nicht so toll. So toll bin ich nicht. Okay. Das war dieser Test. Ich habe den gemacht, weil es, wie gesagt, mal einen Kommentar gab, ob ich da was zu machen könnte. Jetzt wisst ihr, wie es bei mir aussieht. So, und jetzt macht ihr den. Ich packe euch den Test unten rein in die Kommentare. Und ich bin voll gespannt, was bei euch rauskommt. Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Auch wenn ich jetzt mal 4 Wochen keine Videos mache im August. Ich mache Podcasts, das heißt, jetzt am Mittwoch kommt der dann zu diesem und dem letzten Video raus. Und da rede ich auch noch mal ein bisschen mehr über diese Persönlichkeitstests. Da gibt es ja einiges. Ich mache ein bisschen mehr auf Instagram, aber ich mache jetzt halt einfach nicht also große Videos hier sonntags. Das mache ich einfach mal 4 Wochen nicht. Dann wird mich der Algorithmus wahrscheinlich für bestrafen. Aber hey, ich bin nicht Sklave des Algorithmus. Oder? Nee. Also, wer Sehnsucht nach mir hat, Podcasts zu hören. Ach so, und es wird nicht jetzt Mittwoch, dann mache ich den, aber danach die Woche. Jetzt muss man hier meinen Kalender gucken. Also, sprich, am 9. August kommt ein Podcast raus, neuer mit Gast. Da freue ich mich mega drüber, denn ich hatte die große Freude, mit dem kinderblutsaufenden Reptiloiden mich 1,5 Stunden über sein Leben, seine Gedanken, seine Empfindungen zu unterhalten. Es war mega spannend und diesen Podcast, den gibt es dann in 2 Wochen. Ihr wisst, wer sicher sein will, dass er alle Podcasts hört und nichts verpasst. Der abonniere bitte den Newsletter auf meiner Website, dann seid ihr im Verteiler für den Podcast-Link. Und wer sagt, nö, brauche ich nicht, ich will auch nicht alle Podcasts hören, sondern nur die Gespräche, also nicht die Videoanalysen, nur die Gespräche, der kann auch bei Open Spotify vorbeigucken, bei Better Call Casey. Das dazu, wir sehen uns an dieser Stelle wieder im September. Macht's gut, bis dahin. Thank you.